Herzlich willkommen zu GTA Online, auch wenn es anscheinend nicht zu funktionieren scheint. Ich habe zumindest die Charakterauswahl geschafft und ja, da fahre ich halt mit Bike ein bisschen rum. Aber besser als nichts erstmal. Ja, ich bin im Menü, Pascal. Ist das nicht schön? Jetzt kann ich mir mal wieder einen Charakter erstellen. Juhu. Da freuen wir uns doch alle. Was ist überhaupt, warum sind die anderen denn gesperrt? Ich muss das schon freispielen. Ist ja völlig crazy, krank und behindert und hässlich. Bestimmt gibt es da einen Prestige-Modus, dann schaltet man die frei. Jetzt mache ich mir so ein richtig schönes Zwitter hier. Nimm John Marston als Vater. Wo sieht man denn den Namen? Hey, siehst du doch da Bilder von denen, oder nicht? Ja. Ja, und dann, wenn du zufällig gehst, unten steht dann auch immer unten und oben sind immer Oma 4 oder Oma 5. Oder ja. Oma 10. Und dann ist er auch bei Vater, wenn du auf zufällig drückst, steht einfach John Marston. Opa. Ah ne, Vater des Vaters. Vater der Mutter. Ich bin verwirrt. Ich habe einfach zufällig genommen. Irgendwie, wenn es gut aussah, habe ich ihn. Ne? Stimmt allerdings. Der sieht aus wie ein Mongo-Junge. Der sieht aus wie ein Mongo. Absoluter Mongo. Voll Mongo. Ich möchte, dass du das auch nicht. Das ist aber politisch korrekt, was du da machst, ne? Mongo. Das sind halt Mongos, ne? Kann ich ja nichts machen. Alter. Ein Chinamann. Ein schwarzgebraunter. Der kommt aber kein gut aussehen da, wenn ich das mal sagen darf. Ich hab da einen gefunden. Und hast du schon John Marston als Vater gefunden? Der kommt da eigentlich relativ häufig. Nein, hab ich nicht. Ich mache hier mal so eine Missgeburten rein und hier auch so ein paar und dann. Nein, das ist verkehrt. Ach Mann, ich möchte doch nur einen, der aussieht wie ein ganz normaler amerikanischer Durchschnittsbürger. Also, dick. Der sieht aus wie übergewichtig, letzte... klein, Halbglatze. Kleinen Penis. Das kann ich nicht beurteilen. Also, du kannst das doch am besten beurteilen. Nee. Der eben sah zu geil aus. Schade, dass ich die weggedrückt habe. Der sah aus wie der Ober-Ecstasy-Mongo, sag ich dir. Alter, der ist ja männlich. Boah, ist der männlich. Was hab ich denn jetzt hier für eine männliche Fratze, ey? Der ist schon mal eine gute Grundlage, ich sag dir das. Oh, der war auch voll Mongo-mäßig, den hätte ich auch genommen. Ich verschwende jetzt einfach 2 Stunden lang nur mit dieser Charaktererstellung. Das ist alles gar kein Problem dann. Oh ja. Ich werd verrückt. Hast du jetzt keinen gefunden? Du kannst die Haarfarbe und so noch auch noch ändern, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt. Ah, ich nehme jetzt den. Nein! Den. Den nehme ich. Der hat jetzt hier mal Lifestyle. Wie war das? Ich möchte den ja auch meinem normalen täglichen Ding so anpassen, ne? Also ich sitze nie auf dem Sofa. Und du spielst auch. Und ich treibe in der Regel, wie viele Stunden? 5 Stunden mindestens Sport am Tag. 7 Stunden, Junge. Und Alter, du schläfst eine Stunde. 5 Stunden Schlaf, halt auch vollkommen. Partys, ey. Nee, scheiß doch auf Partys. Ich treibe den ganzen Tag nur Sport. Krankes Schwein bin. Und illegale Arbeit, die mache ich natürlich auch ganz gerne. Illegale Arbeit, Schlafen und Sport. Das ist mein Lebensstandard. Nee, ich schlafe auf jeden Fall nicht mehr 8 Stunden. Okay, was mache ich noch? Okay, eine Stunde am Tag mache ich noch Party. Wer macht denn eine Stunde am Tag Party? Weißt du, jeden Tag so. Ja, ich bin mal wieder 18 Uhr, wird Zeit mal wieder eine Stunde Party zu machen. Ich arbeite hier aber 10 Stunden illegal am Tag, ne? Das ist Initiative, sag ich dir. Aus dem Mann wird nochmal was. Haar-Seitenscheitel, sagst du. Hat er hier ausgewählt. Kein Problem. Nehme ich mal so eine halbwegs so eine hellbraune. Hellbraune Haare habe ich ja in der Regel, ne? Ja, eher so pink. Ja, pink trage ich. Alter, die ist voll krass, die Frisur, die nehme ich. Ich brauche so einen richtig. Gibt's hier nicht so einen krassen Vollbart? Gibt's nicht. War ich auch enttäuscht. Alter. Also, ich weiß nicht, ob man den im Nachhinein vielleicht noch irgendwie kaufen kann oder was weiß ich. Ich kaufe dir einen Vollbart für 25 Euro. So, speichern und weiter, Pascal. Mal sehen, was passiert. Wenn denn was passiert. Achtung!
Rocket Clowns entgegen, wenn ich nicht erreichbar. Ja, ich möchte fortfahren. Ey, das ist schon mal nicht abgestürzt, sondern einfach nur, was? Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt hat er mich einfach zurückgesetzt. Hä? Ich bin schwer enttäuscht. Hä, warte mal. Oh nein, was habe ich jetzt getan? Okay. Dann kann man einfach sagen, der erste Tag funktioniert nicht. GTA ist einfach nicht spielbar. Ist für den ersten Part ein bisschen arm, oder? Oh ja, aber es ist wenigstens eine Erklärung. Ja, die Erklärung ist gegeben. Es funktioniert einfach nicht. Und Michael sitzt auf dem Sofa mit seinen Kindern. Und jetzt geht Michael aus seinem Haus. Ich spiele jetzt einfach ganz normal GTA 5. Was soll's? Alter, ich muss noch mal gucken, ob mein Auto noch in der Garage steht. Ah, Mann! Ob die Garage wenigstens funktioniert. Guck mal, die funktioniert, Alter! Das ist richtig gut, die funktioniert seit gestern. Hier steht dieser wunderschöne Bugatti Veyron in Grau-Metallic mit Aluminium gebürsteten Streifen. So gehört sich das. Alter. Alter, ich kann ja noch mal kurz hier für alle erklären, wo dieser Wagen zu finden ist. Das wäre doch schon mal voll der Service, oder? Was hat das mit dem Video zu tun? Ja, nichts, aber wenn man hier schon nichts geboten kriegt, dann weiß man dann wenigstens, wo der Bugatti steht. Also man fährt einfach nur die Straße bei Michael runter. fährt hier schön die Straße runter. Und da drüben ist so ein Klamottenladen. Oh, fuck you. Boah, das ist ja echt nicht nett, was die hier mit mir machen. Kann man nicht ein eigenes Spiel hosten? Aber das läuft dann auch über den Server von Rockstar, ne? Ne, du kannst gar nichts machen, funktioniert nichts. Und hier steht der Wunderbare. Weißt du das eigentlich, wo der steht? Hier steht er. Kannst du dir ja gleich angucken, wo der steht. Da kann man den immer, jeden Tag kann man den da einsacken, ohne Scheiß. Ich habe mir schon so eine ganze Armada davon zusammengebaut. Alles nur mit Michael irgendwie. Naja, was soll der Scheiß? Ich finde, wir versuchen es heute gar nicht mehr, oder? Morgen vielleicht. Ja. Wenn es dann geht. Weil wenn man dann spielt und dann bricht es irgendwie ab, das ist ja dann auch nicht das Wahre. Wenn du es dann nochmal machen musst oder so. Das stimmt. Aber alles kacke Server überfordert. Ja. Wir wollen das nur mindestens oder höchstens 3 Leute spielen. Mindestens 4. Höchstens. 4 habe ich mir sagen lassen. 4, ey, krasse Scheiße. Ist aber nur eine Sage. Okay, bla bla bla. Weg damit. Scheiße. We'll be right back.